Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play. Und ich weiß nicht, ob man mich besser hört oder schlechter. Ich habe mir ein Headset geholt. Das sollte jetzt eigentlich besser laufen sogar. Genau, ich habe mir ein Headset geholt und ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Und ja, das ist jetzt der Werkfeuerwehr-Simulator 2013. Da habe ich mir mal gedacht, Minecraft wird sicherlich irgendwann langweilig. Mach mal was Neues. Und wie ihr seht, habe ich das auch ausgeführt. Ich würde mich echt freuen, wenn euch das auch gefällt. Bei mir persönlich gefällt es. Super. Ja. Genau, das Ganze ist immer noch auf dem PC. Wie ihr sicherlich seht. So, ich habe jetzt gerade. Oh, ich verstehe mich gerade selbst nicht. Das ist das Gute an diesen Kopfhörern. Ich verstehe mich echt selbst nicht. Wo ist denn. Hier ist nichts von Feuer, oder? Ja, meiner Meinung nach brennt hier nichts. Aber es brennt doch was. Genau. In unserem natürlichen Inventar haben wir einmal eine Taschenlampe, seht ihr da unten auf der 2. Und oh, ganz ehrlich, das ist schrecklich. Einen Moment, ich bin gerade am überlegen, ob ich das Headset irgendwie ein bisschen umstellen kann. So, dass es nicht auf dem Ohr drauf ist. So, jetzt höre ich mich besser. Alter, ich höre mich wieder. Geil. Ja, hier eine Taschenlampe mit Rechtsklick. Nicht mit Linksklick. Mit Linksklick, so. Nicht mit Rechtsklick. Kann man die auch benutzen. Und eine Axt, die kann man allerdings bloß benutzen bei Holzhindernissen. So, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch aussieht mit dem Bild, mit der Bildgröße. Bei mir ist das jetzt auf kleinem Bild, da ich das irgendwie nicht groß hingekriegt habe. Ja. Die Feuerwache ist hinter uns. Genau, fahren wir jetzt mal wieder ganz schnell zurück zur Feuerwache. Ohne Menschen umzufahren natürlich. Ja, ich würde euch die Feuerwache auch gerne nochmal zeigen. Ich glaube, ich fange auch jetzt mal an, euch die zu zeigen. Ich bin mir sicher, ich werde es nicht zu Ende schaffen. Weil das halt. Hä, das ist doch nicht die Feuerwache. Hä, bin ich blöd oder was? Das ist doch nicht die Feuerwache. Wo ist denn die Feuer? Oh, doch. Nein, die Feuerwache ist auf der anderen Seite. Ah, alles klar. Die Feuerwache ist hier, genau. Genau, das Praktische hier ist. Aussteigen. Garagentor öffnen. Wieder einsteigen. Und aussteigen. Also hier ist das halt praktisch, man kann durchfahren. So, da haben wir hier einmal Jungs-WC. Okay, Licht an. Licht an. Ah, geht doch. Und Mädchen-WC, das ist total uninteressant, meiner Meinung nach. Alter, Taschenlampe an. Ist viel zu dunkel hier im Haus. Nee. Ja. Und was ich persönlich halt nicht so gut finde an diesem Simulator ist, dass hallo, ich
habe gerade das Tor aufgemacht. Ladies. Dass es hier keine Rutschstange gibt. Deshalb muss man hier immer zu Fuß runtergehen und das finde ich persönlich nicht so gut. Okay, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet, aber ach ja, ich habe Handycam. genau. So. Wie ihr seht, haben wir unten in der linken Ecke, oh, diesmal war es richtig, eine kleine Map, die uns zeigt, wo das Feuer ist. Das werdet ihr auch gleich nochmal sehen. Genau. Alle aus dem Weg, Feuerwehr ist unterwegs. Lebensgefährliche Feuerwehr. Nicht Lebensretter, sondern lebensgefährlich. Okay, da vorne ist das Feuer. Wenn ihr jetzt oben links in die Ecke von der Minimaps bzw. von der Karte guckt, seht ihr da so einen kleinen Punkt. Jetzt ist es in der Mitte oben. Der mal blinkt. Dieser Punkt ist die Stelle, wo es brennt. Und ich sollte mich jetzt beeilen, weil ihr seht ja rechts oben auf meinem Bildschirm ist so eine Zeit, wenn die abgelaufen ist, dann ja, habe ich den Einsatz vermasselt. Aber das dürfte ich glaube ich noch hinkriegen. So schwer ist das nicht. Es sei denn, die Lagerhalle brennt. So, okay. Ich schätze mal, in der Lagerhalle ist ein kleines Feuer ausgebrochen. Oder ist es wieder ein Fehlalarm? Das sieht echt nach einem kleinen Feuer aus. Zwei, zack, geht doch. Scheiße. Shit. Okay. Aber ich habe es geschafft und das ist die Hauptsache, ne? Nach dem Feuer schon wegpacken. Genau, auf der Seite haben wir einen Tankdeckel, den wir auch öffnen und schließen können. Genau, verpiss dich. Hallo. Ich will wieder ins Auto rein. Mein Auto, hallo. Alles klar. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das soll, aber ich kann nicht mehr in das Auto rein. Ach, der Tankdeckel ist noch offen. Das erklärt sich natürlich von selbst. Genau, was ich allerdings blöd finde, ist, dass die Minimap, beziehungsweise die kleine Karte halt, nicht wieder zurückführt. Den Weg zurück muss man halt selbst finden. Okay, hier ist es nicht so schwer, das ist einfach bloß hin und her. Aber es geht, glaube ich, sogar außerhalb. Ne, das ist ein anderes Spiel gewesen. Außerhalb von der Stadt, aber ne. Gut, ich habe schon mal Flughafenfeuerwehr-Simulator gespielt. Den aber nicht aufgenommen, da der einfach der letzte Scheiß war. Der war. Also, er war witzig, aber er war halt scheiße zu Let's Playen und scheiße zu spielen, weil er einfach nicht wirklich funktioniert hat. Und hier finde ich, ist die Lampe ganz, ist das Auto, ist das Licht vom Auto ganz schön sehr schalt. Ganz schön schlecht. Gut, sind wir auch gleich schon bei 10 Minuten angelangt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die erste Folge jetzt ein bisschen länger machen soll oder nicht. Ich würde sagen, ich mache die ein bisschen länger. Damit ihr ordentlich was zum Glotzen habt. So, jetzt mache ich meine Ohren wieder weg. Das heißt, wenn ich jetzt zu laut werden sollte, ja, tschüss. So, genau, was ich sagen wollte, wenn ich jetzt zu laut werden sollte, tut es mir leid, ich muss mich selbst verstehen. Ich habe nämlich jetzt das Headset wieder komplett aufgesetzt, damit ich mich selbst höre. Ja, das, damit. Nein, andersherum. Weil es angenehmer ist und ich mich
nicht selbst höre dann. So, genau. Sackgasse. Ich sollte mein Auto dringend mal tanken. Mein Tank ist schon zur Hälfte leer und beim nächsten Einsatz ist er ganz leer, bin ich mir sicher. Darauf verwette ich meinen imaginären Hut. So. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So. Meine Dienstzeit ist jetzt vorbei. Ich werde mich jetzt beeilen und das Auto schnell in die Garage fahren. Und meine Uhr abstempeln. Dann ist mein Dienst vorbei. Wie geht's? So, das war's mit meiner ersten Schicht. Ich hoffe, euch hat die kleine Folge gefallen. Die Schichten sind teilweise echt wirklich bloß so kurz halt, weil die Zeit sehr schnell vorbeigeht. Deshalb werden die Folgen bloß so kurz. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas anderes finde, was ich jetzt playen kann hier. Ich habe mir eine große Simu-Box geholt. Ja. Und dann würde ich sagen, war's das für die heutige Folge. Haut rein, Leute. Und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Tschüss.